Leute, weiter geht's heute mit der Europa League hier bei FIFA 21 und damit herzlich willkommen zu Rolek. Heute gibt es das wichtige Spiel gegen den FC Sevilla. Da geht es zumindest um Platz 1 und 2, um weiterzukommen. Und einfach wird es definitiv nicht, weil Sevilla ist genau das Team der Europa League, das den Wettbewerb schon sehr oft gewonnen hat. Ich habe Rekordsieger auf jeden Fall. Ich glaube 4 oder 5 Titeln. Oder 6, nachdem, ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig. Und da müssen wir höllisch aufpassen. Das ist eine starke Truppe, die müssen wir auf jeden Fall erstmal schlagen oder zumindest mal ein Unentschieden rausholen. Das wäre natürlich super. Das erste Spiel ging 5-1 aus gegen Alkmaar. Jetzt erstmal, wie gesagt, Sevilla und dann geht es in der Liga weiter mit dem Spiel, mit der Spielvereinigung Greuther Fürth. Okay. Ja, schauen wir mal, ne? Aber ich ja irgendwie, oder wie wir durchkommen, wo wir reinkommen in dieses Match. Ja, ich denke, da brauche ich nicht groß was ändern. Ricky Klein, den kennt man aus Berlin. Ansonsten hat diese Truppe, muss man gegen diese Truppe extrem aufpassen. Ah, ich muss da tatsächlich doch noch ein bisschen rotieren. Ja, obwohl, naja, passt schon irgendwie. Wir können ja wechseln. Leider nur dreimal. Das ist das Problem an der Sache. Das ist schade, aber wie gesagt, nicht änderbar. Weil den Patch kriegen sie nicht rein bei FIFA. Ich weiß nicht, wie es bei FIFA 22 dann wird, wenn es dann ja, mit dem neuen Auflieger, aber dann tatsächlich den Anführungszeichen Corona-Patch drin haben, quasi 5 Wechsel ohne Zuschauer. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Okay, ich muss tatsächlich die Flanken bringen. Naja, egal. Scheiß drauf. Komm, geh mal rein ins Spiel auf jeden Fall. Es ist klar, dass wir uns vor allem auf ihn konzentrieren. Denn der hat zuletzt 3 Tore gemacht. Ist er heute auch wieder unaufhaltsam? Wir sind live dabei. Bleiben Sie dran. Ein tolles Stadion, das Ramon Sanchez Pizjuan, und damit herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Willkommen in Sevilla. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Es geht heute um die UEFA Europa League und zwar um die Vorrunde. Es geht um ein Gruppenspiel. Ja, FC Sevilla gegen Schalke 04. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte. Von daher dürfte es interessant werden. Ja. Einer unserer ehemaligen ist tatsächlich nicht dabei. Und ja, ich weiß, wie es um meinen Verein steht. Ich weiß, wie es momentan ausgegangen ist. Wie die letzten Spiele gewesen sind und und. Also da brauche ich mir jetzt nichts anzuhören. Das ist für mich nichts Neues. Ja, meine Meinung tatsächlich. Wahrscheinlich ist der Abstieg nicht zu vermeiden. Und ich denke, es könnte auch eine große Chance sein, einfach mal die Altlasten rauszunehmen und dann einfach mal mit Mundtausenden anzufangen. Na gut, wie dem auch sei, wie gesagt, ich konzentriere mich jetzt gerade so ein bisschen auf FIFA, ja, mehr oder weniger auf das Spiel gegen den FC Sevilla. Und ich weiß, dass es auch nicht ganz realistisch ist, nicht durchaus realistisch. Ich denke, McKennie wird nicht zurückkommen, aber ich habe ihn mit dabei und hoffe, wie gesagt, dass er heute eine gute Leistung bringt. Und ja, Sevilla wird definitiv keine einfache Aufgabe. Hier ein Unentschieden und dann den Doppelsieg gegen Genf, das wäre das Wichtigste, um zumindest die Chance an Platz 2 zu haben. Das Ding ist, es wird nur zwischen uns und Sevilla sich entschieden. Aber wie gesagt, selbst Genf muss ich aufpassen. Des FC Sevilla. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Ja, da muss man echt völlig aufpassen. Die Truppe da ist gar nicht so einfach zu bespielen. So, das ist unsere Aufstellung. Ich denke, das passt so. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Wir sehen bei ihm heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass er nominell so, auf geht's. Die Spitze dabei ist. Anpfiff ist auf jeden Fall erfolgt und es geht los, wie gesagt, mit wenigen Minuten. Oder seit wenigen Minuten läuft es jetzt. Also Sevilla wird definitiv eine andere Hausnummer werden als das, was wir jetzt in den letzten Tagen und Wochen hatten.
Jawohl, schön gespielt hat durch Osun, der jetzt mal ein bisschen Platz auf Außen hat, aber die Flanke nicht durchkriegt. Gut aufgepasst, da Sevilla. Den Ball kann ich da nicht durchspielen, den wollte ich da durchspielen. Im letzten Spiel hat er 50. Karriere-Sieg. Und es wäre keine große Überraschung, wenn diese Zahl ganz schnell weiter steigen würde. Er ist wirklich auf einem guten Weg, hier eine erste Karriere hinzulegen. Ja, absolut. Er hat diese Mannschaft herausragend zusammengestellt. Die Taktik stimmt. Er macht unheimlich viel richtig. Und man sieht wieder einmal, wie wichtig ein guter, ein solcher Trainer ist. Da kannst du dich als Club wirklich glücklich schätzen, wenn du den an der Seitenlinie hast. Ja, ich muss jetzt gerade ein bisschen aufpassen. Da steht da, aber das ist natürlich jetzt. Ja, das war eigentlich nicht der Plan, für Krüger zu spielen. Hereingabe jetzt. Aber gut aufgepasst, das war kein Rückpass, das war mit dem Kopf, damit war alles in Ordnung. Ja, ich versuche zumindest ein bisschen über die Außen zu kommen und versuche da ein bisschen reinzukommen. Youssef El-Neziri. Ja, schön aufgepasst da. Kubilanski. Wer ist McKennie? Ball kommt weit. Und der Osun. Erste große Chance. Oder erste größere Chance. Kann sich hier mal gegen seinen Verteidigerkollegen durchsetzen. Und köpft aber knapp vorbei nach 21 Minuten. Die nächste oder erste große Chance hier. Was zu. Auf die Anzeigetafel zu bringen. Aber das hat heute ja noch nicht funktioniert. Aber das kann ja alles noch passieren. Das könnte vielleicht was werden. Gut dazwischen gegangen. Kein Abseits war das. Und Terodde kommt aber nicht in Position, in den Schusssituation oder Schussposition. Ferreira. Marcos Lopez. Ja, gut gelöst. Lopez. Da haben sie jetzt Platz. Ja, gut Lopez. Aufgepasst. Und Dragovic, der jetzt was reißen will. Kolasinac kommt nicht rein. McKennie mit der ersten Situation. Aber auch. Ganz locker macht er das hier. Sevilla probiert es natürlich. Wie gesagt, das ist das Duell erst gegen Erster gegen Zweiter. Das wird nicht ganz einfach werden. Terodde. Kubilanski. Abseits. Zack. Ja, ich hab's so gesehen, als er Pascal. Ist auch die richtige. Ist auch richtig. War knapp. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Ja. Knapp, aber es war Abseits, ja. Alles in Ordnung. Genau die richtige Entscheidung. Ich drehe mich zwar sehr oft über einen Schiedsrichter auf oder sowas, aber. Aber jetzt in dieser Situation nicht und. Ui, gut gelöst. Ui. Und Sevilla mit einer Dreifachchance, aber da kann Renault und die Verteidigung da gerade noch klären. Jetzt die anschließende Ecke, die wird übrigens kurz gespielt. Und Reking und der nächste schon. Also Sevilla kommt jetzt ein bisschen besser in die Partie. 36. Minute. Wir sehen's, der Ball geht am Ende knapp daneben. Ja, schade. Für Sevilla, für uns ist es gut. Und jetzt der Ball. Del Rosso, der ist schnell. Der ist schnell, Reking. Kommt nicht wirklich in den Zweikampf. Die Gelegenheit. Und Sevilla. Und Schalke mit der nächsten Chance. Aber der Keeper, der Bono war's, der den Ball verhindert. Ocampos. Oder beziehungsweise den Eintrag verändert hier. Es gibt Einwurf. Einwurf für uns. Ja, Kolasinac, Kapitän natürlich, klar. Und Amatei. Amatei. Das könnte die Chance werden. Vielleicht jetzt mal. Da ist aber keiner in der Mitte. Doch, da ist einer in der Mitte. Tor! Was für eine Krüger. 41. Minute. 44. Entschuldigung. Nochmal die Wiederholung des Tors, zunächst die Flanke und dann geht's kaum besser. Aus der Halbdistanz mit Effet technisch brillant gemacht. Der Keeper kann nur zuschauen. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Es sieht natürlich nicht gut aus nach diesem Treffer. Und jetzt muss er vielleicht umstellen, muss reagieren. Aber so ein Tor, das ist frustrierend. Aber so kurz vor der Pause ist das gar nicht mal so unwichtig. Das sind ja also doch noch mal eine 4-Runde-Pause zu geben. Also 44. Minute, 0-1.
Sevilla muss jetzt ein bisschen was tun. Sie haben ja auch ein bisschen was getan. Also die werden weiterhin ziemlich gefährlich sein, wenn wir hier noch das eine Tor, müssen wir auf jeden Fall noch Minimum machen. Ja. Ah, schade, lass sie drüber noch laufen, dann kann der eine noch durchlaufen. Beide Teams noch. Alle Chancen, es steht 1:0. So gerade noch das 1:0. Also es ist gar nicht so unwichtig. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Wenn sie hier noch was reißen wollen, dann muss mehr von ihm kommen. Ja, also wie gesagt, wir 14 Pause mit 1:0. Kurz die Zwischenstände, mal gucken, auf was. Also klar, hier die anderen Zwischenstände, aber ich guck gerade mal, ob hier irgendwie noch eine. Ah, es ist Wichtiges gerade. Aus unserer Gruppe kommt gerade nichts. Naja, wie dem auch sei, ist auch jetzt egal. Auf geht's. Schade, ich hätte gerne mit einer Partie geguckt. Aber der, der die Vorlage gegeben hat, ja, auf Krüger. Mit seinem Lauf, mit seiner Flanke. Ja, aber Krüger. Ja. Ja, kein Abseits diesmal. Der Rosen. Jetzt vielleicht. 2-0. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Da ist das Tor nochmal. Das ist natürlich eine gute Flanke. Diesmal der Rosen. Und wieder ist es Krüger, der da hinten am langen Pfosten alleine steht. Halt eingelassen steht. Und dann steht es hier. 2-0. Immer noch gefährlich, aber es ist das wichtige zweite Tor. Ja. Jetzt probiert Sevilla noch mal ein bisschen was aufzubauen. Ja, kriegen sie aber nicht hin. Die Gelegenheit für die Flanke. Na, gut ausgespielt. Lopez spielt gegen Amadei aus. Ah, der Verlust dann in der Vorwärtsbewegung. Gut erobert. Und kriegt das. Er wirft sich in den Schuss, das war Kobylanski. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht. Jetzt aber, das ist kein Abstand. Sie von Terodde, der kann auch Europa League? Fragezeichen. Nee. Was für eine Aktion. So gerade. Zumindest nicht hier. Verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Ja, der war sogar. Aha, der war sogar abgeblockt. Es gibt sogar Ecke. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast. Nicht wirklich. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen wechseln. Aber im Blick auf die kommende Partie, weil die nächste Spiel ist ja dann. Fürth. Also morgen dann. Gucken gerade, ob ich noch einen Stürmer bringen kann. Ja, bringe ich noch mal einen Stürmer. Also ich schone jetzt gerade, wir sind noch 60 Minuten Doppelwechsel. Ach, ja, kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen. Terodde fand heute nicht wirklich statt. Er wechselt zweifach. Ich bin gespannt, ob es auch taktische Veränderungen gibt. So. Einfach mal Doppelwechsel raushauen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Krüger. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Gavula und dann der Rosen, das ist uns kein Abseits. Da ist das Tor. Braucht auch nicht gecheckt werden. Oder? Pfeift er doch ab? Ne, pfeift nicht ab. 3-0. Tatsächlich. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Er ist der gefährliche Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat. Viel zu schnell. Der Gavula gerade eingewechselt und dann tatsächlich doch mit der Torvorlage. Minute 0:3. Jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. So, in der Liga mittlerweile Tabellenführer, in der Europa League mit dem ganz wichtigen Sieg hier, oder wahrscheinlich Sieg in Sevilla. Aber wie gesagt, das Ding ist auch noch nicht durch, also da sind noch einige Partien, einige Minuten zu spielen, wenn Sevilla so ein schönes Tor macht. Jesus Navas jetzt am Ball.
Ferreira. Ja. Youssef El-Nesyri. El-Nesyri, der kommt überhaupt nicht in die Partie rein. Klasse Zuspiel. Und dann ist es Kahn. Wunder macht er jetzt hier den Deckel drauf. Jo. Da ist der Ball drin. 0-4. Viertelstündchen haben wir noch. Ja, ich. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht. Genau, kein Abseits. Abseits. Es wurde ein Tick zu früh gestartet. Ja, ja, doch, doch. Ich habe es damit gerechnet. Ich habe gesehen, dass er durchläuft. Hat nicht viel gefehlt, aber wir haben es gesehen. Aber ich musste den musste die Situation abbrechen, um vielleicht noch bessere Chance zu haben. Aber okay. Bei Ihnen wird's jetzt eine Auswechslung geben. So, dann kann ich jetzt auch mal wechseln. Nehmen kurz. So. Da, schade, ich krieg den Wechsel nicht noch durch. Aber okay. Sevilla über außen. Idrissi. Über die Tor. War auch kein Foul. Oh, und gut bei den Fans, kein Elfmeter. Nee. Wofür auch Elfmeter? War nicht klar. Askan den Ball rausgegrätscht. Amatei, der macht eine starke Partie, wie gesagt, dann hat er auch eine Torvorlage gemacht. Und hat uns immer gut Druck gemacht. Hat er das Tor von Krügers 1-0 vorgelegt. Das Spiel ist bald vorbei. Und wenn man ehrlich ist, war es eine einseitige Nummer. Hier dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Er kann es machen. Und dann ist es Sevilla nochmal mit dem 1-4. Man kriegt doch noch das Gegentor. Also am Ausgang dieses Spiels wird dieser Treffer wohl nicht mehr viel ändern. Gleich nochmal die Wiederholung dieser Szene. Aber auch da war gut gespielt. Hier setzt sich durch gegen Mustafi, den Dragovic, und dann kann er den noch reinlegen. Unhaltbarer Treffer. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Ja, aber gut gemacht. Definitiv. Eine Serie. Tor Nummer 2 in der Europa League. 4-1 jetzt also. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Ja, der Rosso, der ja auch nochmal versucht, was über die... dieser Zweikampf. Oh, Ballgewinn hätten. Da hat er die Chance. Und dann ist es doch nochmal Kabula, der nochmal Nachstoch hat. 1-5. Gleiches Ergebnis wie gegen Alkmaar. Hier, Sevilla versucht es immer wieder rauszuhauen. Hier den Ball. Sogar noch ein Gambula gescheitert, der hier noch das erste Mal scheitert, das zweite Mal scheitert, dann hat beim dritten Mal noch reinhaut. Den wollte der. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingeschränkt. Ja, Silvia Gambula, Tor Nummer. Eine beruhigende Führung für sie. Auch Tor Nummer 2 für ihn heute, eingewechselt, doppelpackt, Vorlage. Ja, passt. 4 Minuten Nachspielzeit. Also effektiver zumindest aus Tirol heute. Ocampos. Muss man so mal sagen. Ball bei Jesus Navas. Ja, ist jetzt die Feierabend. Ich frage es, was er jetzt macht. Der wird jetzt eh durchlaufen lassen. Sevilla probiert es auch mal. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Und dann ist hier Feierabend. 5-1 in Sevilla gewonnen. Ein Statement gesetzt. Eine gute Tordifferenz vor allen Dingen. Wir sind jetzt bei plus 8 in der Torende in den ersten beiden Spielen. Haushoch das Hinspiel gewonnen. Aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi?
Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. So, diesmal ein Gegner heißt Genf. Das ist die nächste Aufgabe. Und der Sieg war gar nicht mal so unverdient. Würde ich sagen, zumindest. So. Ja, wie gesagt, weiter geht's jetzt in der Liga, nämlich mit dem Spiel gegen die Fürther. Das ist immer eine Tabellenbrite. Die wollen wir natürlich ein bisschen weg haben. So. Ja, und das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir sehen uns wieder morgen um 18 Uhr. Dann geht's weiter mit dem Spiel gegen Fürth.